Das Kobermännchenfest, wie das Sangerhäuser Altstadtfest seit 1997 heißt, wurde in diesem Jahr vom Medienhaus Heck aus Hamburg ausgerichtet. Sven Balko Heck, Chef des Unternehmens, war stets mittendrin. Am Samstagnachmittag begleitete er auch den Fassbieranstich des Oberbürgermeisters Sven Strauß. Wir sagen, auf die Plätze, fertig, los! Eins. Noch einen? Ja, zwei! Gemacht, der Herr Oberbürgermeister. Die 50 Liter Bier, übrigens Ur-Krostitzer, waren schnell verteilt. Denn bei Sonne pur und Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke war der Durst entsprechend groß. Für passende Unterhaltung auf der Bühne sorgte derweil das Kyffhäuser Landorchester unter Leitung von Mike Menzel. Doch was ist das Neue am Konzept für das Kobermännchenfest? Ich habe gesagt, wir wollen richtig abfeiern mit den Sangerhäusern. Wir wollen Emotionen setzen. Wir wollen sie einfach mitnehmen auf die Reise zum Kobermännchenfest, weil es ist ein Traditionsfest. Und ich glaube, es ist bis jetzt gut gelungen. Sie sind ja Profi durch und durch. Sie haben ja ganz viel Erfahrung auf dem Gebiet. Was haben Sie geändert in diesem Jahr, was vielleicht in den vergangenen Jahren gefehlt hat oder anders war? Na gut, wir haben es uns vergangenes Jahr angeschaut, das Kobermännchenfest, und haben einfach den Bienenstandort hier unten an der Marienanlage so ausgebaut, dass Freitag, Sonntag, Sonntag bis in die Nacht rein auch hier gefeiert wird. Der Schaustellerbereich ist schöner gestaltet worden und wir haben sogar das größte Riesenrad, mobile Riesenrad hier mit nach Sangerhausen gebracht, was auf dem Markt steht. Wir wollten einfach wirklich Emotionen schaffen. Das ist uns gelungen, auch mit Hilfe der Autoinnung, der vielen Händler, die wirklich jetzt mitgemacht haben. Ich sage, rundum gelungen bis jetzt. Was ich vergangenes Jahr vermisst habe, der Mix macht's. Das heißt, für jede Zielgruppe entsprechende Angebote. Wir sind jetzt hier gerade bei der Blasmusik für das ältere Publikum. Wir haben aber heute Abend auch für das etwas härtere Publikum Ostfront zum Beispiel gesetzt, haben gestern mit Radio SAW abgefeiert. Also ein sehr breites Spektrum für alle. So war das musikalische Angebot auch abseits der beiden großen Bühnen sehr weit gefächert und über die ganze Innenstadt verteilt. Wir haben mal reingehört.
dieses Jahr ist es sehr warm, ja. Aber auch das, was für Gelte gut ist, auch für Wärme gut. Punkt. Genau, ja. Alte Weisheiten. Ja. Wie gefällt es dir bis jetzt nach dem neuen Konzept? Es gefällt mir ganz gut. Es gibt bestimmt diese jene Sache, die wir nicht verändern können. Aber sonst grundsätzlich erstmal alles schön. Ich lasse mir für nächstes Jahr wieder was einfallen für euch.